Was ist so dein Typ? Ich habe überhaupt keinen Hast du Typ. gar Ich keinen Typ? hätte jetzt keine Ahnung. Also. Besser Single bleiben. Na, das werden wir noch sehen. Es gibt Schnuckelalarm um 19 Uhr. Gefällt es dir? Ja, perfekt. Ja? Okay. Bitte schön. We are done. Perfecto. Hallo. Hallo. Die sehen jetzt besser aus als vorher. Oh, wow. Na? Endlich. Alles klar? Ja, alles super. Wollen wir mal rausgehen, oder? Let's go. Okay, kommt. Oh Gott, ich will jetzt essen. Hallo. Zum Glück haben wir noch alles geschafft. Jetzt kann die Party endlich losgehen. Auf Shania, würde ich sagen. Shania. Cheers. Cheers. Happy Birthday! How's it going? Happy Birthday. Alles gut zum Geburtstag. Hallo Leute, also das ist für dich. Das ist sehr lieb von dir. Hi, Josh. Hey, you're talking about it. Ich kenne eigentlich ein Lied jetzt auswendig, weil ich es ein bisschen Hi. Zu oft gehört habe auf Instagram. Tamara, er ist ein Sänger. Ja? Ja. Und er scheint eine Textilallergie zu haben, bezüglich Oberteilen. Also soll ich jetzt singen? Ja, ja sing bitte. Doch mal was. In Deutsch oder Englisch? Egal. Deutsch. Können wir alles singen? Nee, ja, mach Englisch. Ein bisschen ein Choral. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du Englisch besser singen kannst. Ja. Die meisten Sänger können irgendwie Englisch besser singen als du. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Nice. Hey! Der Joss sieht aber gut aus. Wie ein Sunny Boy. Also wir haben gestern eine Wette gemacht zwischen Ozan und Michelle und Michelle hat verloren. Es war, wer kann am meisten Liegestütze machen? Push-ups. Mm. Push-ups. Er hat und verloren. Ozan hat gewonnen und er hat verloren. Ja. Und er hat und die Wette war, Beweise. Der verliert, muss ins Wasser springen. Wir haben über das Meerwasser geredet. Ich habe trotzdem eine Badehose. Es kommt alles darauf an, wie ich mich heute fühle. Wir haben über den Pool gesprochen. Wie von Borat, ja. Also gibt es heute einen Wet-T-Shirt-Contest. Das weiß ich auch nicht. Also du trittst gegen dich selber. Weil wir können das auch an einem anderen Tag machen. Ah, ja. Muss man nicht immer. Werden wir noch schauen. Hey, das geht schon los. Michelle hat ja seine Wette verloren und darum ist das ein kleiner Vorgeschmack. Aber gleich muss er noch in den Pool. Dafür, dass wir das alles so spontan alles organisiert haben und einfach improvisiert haben, hat es ja richtig gut geklappt. Der Koch hat mega Essen aus unseren Einkaufen gezaubert. Das Essen ist üppig und schmackhaft. Trotzdem hat Ozan irgendwie hungry eyes. Ozan sitzt ganz weit weg von der Wiener. Der Immobilienmakler ist noch näher dran. Das gefällt ihm definitiv nicht. Aber dir gefällt schon, was du siehst. Oder? Also der Josh ist sehr, sehr nett. Ich bin mir sicher, viele Mädchen finden ihn gut, weil er sehr, sehr nett ist und natürlich so einen Charme hat. Der singt, der ist immer sehr so fröhlich und all das. Also ja, bin ich mir sicher, da sind sehr viele da draußen, die ihn mögen. See what? It is. Charlie from Geneva, Princess Hania. Princess Hania, she walks like an Egyptian. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes! Princess Hania. Oh, it's a moment, here we go, we're dancing. Yeah, oh we are. Why you dance like a stick man? Because I'm bad at dancing. Well, we're dancing, and now we're going here and spin. Oh wow, and now in. Oh wow, wow. And a princess moment. Oh. No, I'm not doing it. No, no, no. Okay, okay, okay. We're not in dirty dancing. Wow. Wow. Oh, God. Thank you. Mwah. Shania hat die Tanzfläche mit Josh eröffnet. Jetzt müssen die anderen nachliefern. Mal schauen, wer heute die beste Figur macht.
Für mich wirklich das Beste am Abend waren Mario und Tamara am Twerken. Aber das Beste kommt ja jetzt noch, denn Michelle muss ja noch seine Wette einlösen. Er muss noch ins Wasser. Ja, Alex! Ja, Alex! Er springt mit dir. Alles rein. Ah, wie einfach! Wie einfach! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Also der Abend war sehr schön, aber am Ende kam dann die Polizei, also mussten wir dann auch die Party beenden. Aber es war trotzdem einen schönen Geburtstag, oder? Ja, es war richtig cool. Der nächste Morgen. Die Party ging lang, doch für Katerstimmung ist keine Zeit. Die Mädels haben schließlich Besuch und der will bespaßt werden. Unsere Cousine Tamara ist noch nie mit dem Heli geflogen, also haben wir gesagt, dass wir heute mal mit Josh und Mario und natürlich Tamara nach Saint-Tropez fliegen, um Mama und Papa zu überraschen. Schöne Idee. Nur wissen Mama und Papa nichts von ihrem Glück. Mal sehen, wie Carmen und Robert die Überraschung finden. Der ganze Pool ist dreckig. Wer ist das denn? Wer kommt denn da? Hast du einen zum Mittagessen eingeladen? Ja, dann schau. Robert, ich glaub's nicht. Es sind die Kinder. Ich habe mir doch fast gedacht. Was macht ihr denn hier? Wen habt ihr denn da alles mitgebracht? Hallo. Hallo. Wie geht's? Cool, und dir? Ja, gut. Und ich hab noch meinen Ding. Hallöchen. Mario. Ich leg das mal kurz Hallöchen. So ab. Wie geht's? Gut. Ach, das ist ja eine Überraschung. Ja, oder? Wir sind total platt jetzt. Als erstes aber mal ein ernstes Wörtchen. Ja, danke, dass du ein Stalker bist. Wer ich? 2,5 Stunden dazu zu sitzen, um zu sehen, was wir machen, ist schon hart. Ja, gestern wusste ich ja, dass die Party war in dem Apartment. Und da habe ich mich köstlich amüsiert. Ich habe mich 2 Stunden eingeloggt oder 2,5 und habe alles beobachtet, ob das alles seine Richtigkeit hat. Ja, es war super. Ich hab denen die Videos gezeigt. Es war so geil. Ich habe es genossen. Ich habe es genossen. Ich habe mich Ich habe Fußball geguckt und Mama saß 2 Stunden da. Und ja, ich konnte gar nicht mehr weg. Das war so lustig. Du hast so schön getanzt. Oh mein Gott, die habe ich gezwungen, aber... Du warst die ganze Zeit die Hüften am... Ja. Ja. Wirklich eine Frechheit. Nächstes Mal kleben wir die Kameras ab. Ah, da kommt hallo. Der Letzte. Ah, hallo. Hi, Josh. Robert, hi. Hi, Josh. Hi, Josh. 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 Josh, genau. Du bist der Sänger hier, ne? Ja. Und hier der Let's Dance-Partner von Shania, oder? Ich habe euch gestern tanzen gesehen. Ja, der Shania-Freund, der hat es schwierig. Also der muss Geduld haben. Der muss Sitzfleisch haben, der muss einiges aushalten, der muss einiges über sich ertragen lassen. Also ich glaube nicht, dass das so eine einfache Nummer wird. Ja, Josh wirkt auf jeden Fall auf den ersten Blick sehr sympathisch. Mal schauen, ob der Schwiegersohn Potenzial hat. Wo kommst du her? Monaco. Du kommst aus Monaco? Ja, genau. Ups. Halb Engländer und halb Deutscher, aber ich wohne in Monaco. Okay. Gut. Ja. Sehr gut. Ja, da können wir ja direkt weitermachen unten im Barbecue. Komm, gehen wir mal runter. Sollen wir runter? Ja, gehen wir mal runter. Du willst doch bestimmt nur ein Bier. Ich will ein Bier trinken, genau.